mit der goldenen Sonne 2023. Ich nenne ihn immer liebevoll der Mann der Angebote. Er weiß alles seit den Äonen von Sonnenklar TV. 22 Jahre sind in diesem Kopf vereint. Alles, was wir jemals gezeigt haben, weiß dieser Mann neben mir, Steffen. Steffen, wir haben dich deswegen hier dabei, weil du gesagt hast, du warst auch schon mal dabei. Ich war, es ist jetzt ein paar Jahre her, auch schon auf der Goldenen Sonne, und es ist einfach ein Erlebnis. Ja, also wenn man in dieser Halle sitzt und dann die ganzen Stars und Sternchen hat, dann ist es schon ein krasses Feeling, das einem nicht mehr... naja, also wir können gern über die Goldene Sonne weiterreden. Ja, ja, ja. Oder... Boah, sind das viele, ey. Ja, also es kommen immer mehr, ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich bin nicht dafür geboren, das wissen wir. Oh Mann, ja, ey. Es gibt einen Grund, warum wir alle jetzt heute leider hier stehen. Es ist kein einfacher Moment für uns, für dich wahrscheinlich auch nicht. Aber nach 10 Jahren Sonnenklar TV... ist es heute die letzte Sendung, die du für uns moderierst? Ja. Es waren viele schöne Momente mit dir, es waren viele lustige Momente, viele verrückte Momente. Dafür wollen wir dir alle danken. Ja. Ferres hat einen schönen Blumenstrauß für dich. Wenn man mal Blumen kriegt, ja. Danke. Aber das ist nicht alles. Ja. Wir haben es uns nicht nehmen lassen und haben ein paar Highlights aus den letzten 10 Jahren mit dir zusammengeschnitten. Und schau mal hier vorne rein, dann zeigen wir dir mal, was da alles so an schönen Momenten dabei war. Oh, hallo, mein Name ist Dirk Löbling, Moderator bei Sonnenklar TV. Yeah. Wir sind auf dem Hausberg von Chur, dem Bram Brüesch. So wird das, glaube ich, ausgesprochen. Wird es so ausgesprochen? Ich glaube, oder? Sie wissen, wir sind auf den Azoren im Tal von Furnas. Brüesch, Brüesch, Bram Brüesch. Das Khalidia Palace. Perfekte Lage mitten in Abu Dhabi. Jetzt sind wir aber in Marseille. Genau. Winter auf Malta heißt ja so um die 15 Grad. Jo, wunderschönen guten Morgen, türkische Riviera. Am Start sind Ali Baba am Zorn, DJ Baba und ich. Hallo, herzlich willkommen. Sieger hat mich ganz schön durcheinander gebracht, der mit dem Gebimmel da drüben, der was soll denn das hier? Das ist Nummer 264. Der Hausberg von Chur Bram Brüesch. Wir sind hochgestiegen. Es ist muckelig, familiär. Es ist eben Sonnenklar TV, ne? Es hat sich eins bewiesen, ich brauche am längsten wieder was. Guten Abend, Deutschland, Österreich und die Schweiz. Hier ist... Da. Moment. Ich brauche mal ein bisschen Lüftung. Wir haben heute so viel Hitze dabei im Urlaubsangebot für Ihren nächsten Urlaub, dass Sie sich vielleicht auch schon mal den Ventilator zur Seite stellen, weil jetzt wird es heiß. Es kommen... Geht es los. Ich lade Sie herzlich ein, ich freue mich. Ortshaupt ist... Ja, der Ventilator ist in seine Einzelteile zerfallen. Lass mal einhören. Wir geben Ihnen eine Woche die große Marokko-Rundreise. Hol mal Schraubenzieher und Hammer. Wir müssen das Ding wieder zusammenklöppeln. Wir werden die Deko aufschieben, aufhängen, die fahren. Wir haben einiges vorbereitet, aus dem Lager geholt. Ich lasse mal da baumeln. Wer von Ihnen weiß, wie ich diesen Bleistift aus diesem Jackett wieder rauskriege, schreibt es bitte. Na, was wollte ich eigentlich sagen? Es wird heute so heiß. Boah, das war ein Ding. Investigativer. Investigativer. Investigativer Journalismus. Take 1. Zweite. Mit dem Pio. Doch mal, ich war noch nicht gelaufen. Was ist denn
Dazu bin ich hier, das mache ich gerne. Ich mache das auch den ganzen Tag hier. Take 1, die dritte. Und zum Glück haben sie ihr Pio Gusto Getränk gemacht. Stopp, Entschuldigung. Stehst du da gerade? Ja. Und jetzt? Take 1, die vierte. Ich habe wie drei aus dem Tor und ich kann nicht mehr. So. Vertüscheln meine Hängebrüste. Pio Gusto Getränkepaket haben Sie wirklich alles, was Sie brauchen bei. Ist es eine typische Urlauberinsel? Hat sie. Die Palme palmt. Bäume, wo das Herz aufgeht. Also wer hier nicht war, war hier nicht. Lieber Dirk, nun ist es soweit. Du verlässt deine Sonnenklar-TV-Familie, um neue Wege zu beschreiten. Du lichtest den Anker, um unbekannte Welten zu entdecken. Wir sagen Danke für 11 tolle Jahre mit dir, in denen du, egal in welche Abgründe wir manchmal blicken mussten, immer da warst und immer mit einem Lächeln auf den Lippen. Der Sprung ins Ungewisse ist aufregend und wunderbar zugleich. Wir sind uns sicher, du wirst ihn und alles, was kommt, mit Bravour meistern. Du bist jetzt der Kapitän deines ganz eigenen Schiffes. Von uns gibt's zum Abschied ein paar Küsschen. Und wo immer du dein nächstes Glas Wein trinkst, in Gedanken stoßen wir mit dir an. Lieber Dirk, wir wünschen dir von Herzen alles Gute und dass deine Träume wahr werden. Gute Nacht. Oh Mann. Dirk, vielen Dank für die 10 Jahre. Es fällt uns allen schwer. Es war eine coole Zeit. Und wir haben für dich auch schon mal passend, na hier, deine eigene Kapitänsmütze für deine Zukunft. Alles Gute. Vielleicht sieht man sich wieder. Wir würden uns freuen. Und bevor es dann soweit ist, gibt es ja auch noch einmal die volle Dröhnung von dir auf der MS Belvedere. Ja. Wer es noch will. Und wir übertragen es auch live. Und dann alles Gute für deine Zukunft. Und man sieht sich im Leben immer zwei. Danke. Ach Mann. Alles Gute. Danke. Das sind so viele Menschen hier. Das ist eben das, was dann doch nach 10 Jahren wirklich schwer ist zu verlassen. Ich habe zu jedem von euch irgendwie eine Verbindung und das waren echt viele Jahre, die mich jetzt irgendwie hier hingebracht haben und ich hoffe, ich verliere euch nicht irgendwie. Ihr wisst, ich bin immer da und ich bleibe auch da und ich werde, Tommy, ich werde nie weg sein. Danke für alles. Danke. Wir haben noch eine kleine Überraschungstüte für Dankeschön. Die Zukunft. Kannst du in noch Ruhe. Was ganz Wichtiges zum Basteln. Ja, ja. Wir alle als Lego-Fan haben für dich ein Dankeschön. Tolles Geschenk genau. Schon mal für ist die Zukunft. Ist da auch das Badehandtuch von Sonntag? Nein, also wir haben für dich das hier vorbereitet in extra large. Well, Dirk ist doch ein Dirk. Dankeschön. Ein bisschen höher heben. Ja. Dankeschön. Boah, Dirk ist so ein Weg. Ja. Okay. Wir hoffen, dass du deinen Weg findest und daher genau dieses T-Shirt für dich. Und wir hoffen, wir sehen dich auch bald wieder. Ja. Weil das glauben wir alle ganz fest und wir glauben, wir sehen dich mindestens bei ganz vielen Live-Schalten, wenn nicht wieder bald on air. Wer weiß. Okay. So, jetzt muss ich jeden umarmen. Ich will jeden umarmen und dann machen wir den Laden zu. Genau. Wir haben ja auch schon Entschuldigung. Marc. Wir haben ja auch schon einen Ersatz da. Marc, du bist extra aus Thailand gekommen. Ich bin doch gar nicht da. Doch, doch.
Marc ist extra aus Thailand gekommen, finde ich schön. Danke dir. Dankeschön. Doch, lieber. Du musst weitermachen. Ja, ich mach weiter. Du machst weiter. Aber ich räume das deine Feld. Deine Mütze mit, danke. Deine Blumen, den ganzen Kladderadapf hier. Dankeschön. Ach so, ja, das ist auch noch, das brauchst du nicht. Ne? Du hast nochmal dein eigenes großes Ding, mach ich auch noch mit. Nimm einfach mal alles mit. Okay. Ich sag mal Tschüss und man sieht sich irgendwo. Gute Zeit. Viel Erfolg. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Ihr Glücklich!